Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen im Gladbacher Borussia-Park. Heute geht es im Wellblechpalast nicht um 90 Minuten Bundesliga-Fußball, sondern um 10 kleine weiße Bälle. Für die Heimmannschaft am Tisch Thorsten Keller. Und zu einem guten Derby gehört natürlich auch der passende und mindestens ebenbürtige Gegner. Und hier ist er für die Gäste aus Köln mit dabei, Tobias Kaufmann. Los geht's. Wie löst du dein Torwartproblem? Also ich meine, du kannst keinen halten, Bailly kann keinen halten. Der Vorteil ist ja, dass es beim Kicker keine Ecken gibt, okay. Keine richtigen Ecken. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen. Alles klar. Wie wirft man ein? Mach du mal. Okay. Ich kann eigentlich nur kicken und schreiben, aber kickern kann ich gar nicht. So sieht das aus, wenn die schlechteste Heimmannschaft auf die schlechteste Auswärtsmannschaft trifft. Rensing, pass doch auf! So. Yes! Der steht klar abseits. Der steht abseits. Das war Roman Neustädter, glaube ich. Aber, aus 40 Metern. Ich kann das nur so mit durchdrücken. Yes! Ab. Und schon wieder, liebe Borussia. Mike Hanke, 2-0. Kann sich eigentlich Gladbach theoretisch noch retten? Gladbach kann sich retten, aber die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwo zwischen 10% und 20%. Und wenn wir den FC schlagen am Sonntag, dann vielleicht bei 30%. Okay, also du hast das mitgekriegt, dass unser Kollege, der Leverkusen-Fan, beim Kicker kann man doch die Tabelle tippen, von Spieltag zu Spieltag. Und er hat tatsächlich so getippt, dass Leverkusen noch Meister wird und Gladbach steigt trotzdem ab. Das würde mir zu denken geben. Ja, mir gibt es nicht zu denken, weil ich denke, beide Tipps sind einfach Bullshit. Okay. Ja. So, jetzt nehmen wir... Das gibt's, das war Dante. Der kann doch eigentlich nur Kopfballtore. Also es ist 4-0. Sagt dir das was, das Ergebnis? 4-0? Nee, hast du vergessen, ne? Ja, habe ich 13. vergessen. November. Rensing hat da nicht aufgepasst bei diesem... Das gibt's doch nicht bei ihm. Ich habe das Gefühl, du hast mehr Zeit als ich in Kneipen verbracht. Ich habe mich natürlich... Sag einfach ja. Nee, bitte, dein Einwurf. Ich habe natürlich brutal trainiert. Damit die Gladbacher wenigstens ein Erfolgserlebnis noch. Das ist wie bei Stefan Raab. Schlag den Raab, der hat trainiert. Es gibt, du weißt, dass es einen Dopingtest gibt nach diesem Spiel, ne? Wofür ist das eigentlich? Das ist, es gibt ja, glaube ich, auch Kickerspieler, die rauchen. Nein. Das ist eigentlich, ja, ich habe das auch schon. Das ist sozusagen der Basler Tisch, den wir hier haben. Ja, genau. Aber der Tisch ist gut. Also du kannst jetzt nicht sagen, der Platz war scheiße oder so und deswegen hat der FC verloren. Der FC verliert ja nicht, ich verliere nur beim Kicker. Du weißt ja, in der Kneipe ist 10-0 ein Bier, ne? Pele, wollen wir mal tauschen? Komm, du gehst hier mal rein und ich halte die Kamera fest. Komm. So. Moment, ich muss erst mal gucken, bin ich, seid ihr überhaupt drauf? Dass wir dann sozusagen... Da, no, wir gehen wieder raus! Wembley-Tor! Sensationell! Das Spiel hat ja wirklich alles zu bieten. Okay, jetzt fliegt der Bierbecher und wir brechen das Spiel ab. Herr Keller, Glückwunsch zum letzten Sieg der Saison. Vielen Dank.